Egal, ob das unter den Markennamen Tadano, Faun, D-Mark oder Mantis entstanden ist, wir haben immer bahnbrechende Lösungen gefunden, die wir unseren Kunden zur Verfügung gestellt haben. Wir bei Tadano sind ja ein reinrassiger Hersteller von Hebetechnik und wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal mit unseren Kunden. Für unsere Kunden ist es die Passion, die Hebetechnik täglich in den Einsatz zu bringen. Und für uns als Entwickler und Hersteller dieser Produkte ist es nach langen Jahren quasi die DNA geworden. Und wir beschäftigen uns mit nichts anderem, als Premium-Hebelösungen anzubieten und unseren Kunden eben eine herausragende Erfahrung zu bieten. In Zukunft wollen wir das Thema Innovation größer schreiben und wollen noch schneller mehr innovative Lösungen für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Unsere Prioritäten liegen ganz klar auf Neuentwicklungen, kurzen Entwicklungszeiten, Innovation und Qualität. Also wir wollen das Unternehmen ja weiterentwickeln. Alles, was wir jetzt machen, der nächste Kran, der jetzt rauskommt, das ist eben Teil dieses Start of Something Big. Also wir wollen ja was Großes erreichen. Wir wollen ja am Ende mal der Global Leader in Lifting werden. Wir werden in den kommenden Jahren 15 neue Produkte in den Markt bringen. Das ganze Team ist fokussiert und arbeitet wie ein Mann in unserem Team One Tadano zusammen, um diese Ziele zu erreichen. Ein Ziel unserer Produktneuentwicklung ist es, eine gemeinsame DNA für unsere All-Terrain-Palette darzustellen. Das heißt, hier werden wir das Beste aus beiden Welten, aus der ehemaligen Faun und der ehemaligen D-Mark-Welt kombinieren, um die neuen Tadano-Produkte auf die Füße zu stellen. Außerdem fokussieren wir uns auf die Kundenerfahrung. Das heißt, wir als Tadano wollen in der täglichen Zusammenarbeit die bestmögliche Erfahrung bieten, wenn es um alle Bereiche des Hebens geht. Es ist jetzt auch an der Zeit, unseren Kunden der ganzen Welt zu zeigen, was alles zu Tadano letzten Endes gehört und was sich alles auch als Teil der Tadano-Familie versteht. Und deshalb ist es nur eine logische Konsequenz, alle Produkte, die aus dem Hause Tadano kommen, auch unter dem Markennamen Tadano zu präsentieren. Denn ich denke, ein einheitliches Bild ist gerade für unsere Kunden und für den Markt sehr wichtig. Lifting ist our DNA, haben wir gesagt. Das gilt auch für mich persönlich. Ich bin seit 30 Jahren in diesem Geschäft und ich wäre da sicherlich nicht geblieben, wenn mir das Ganze nicht einen großen Spaß bereiten würde. Und wir haben hervorragende Teams weltweit. Die Zusammenarbeit innerhalb von Tadano funktioniert besser und besser. Und von daher kann ich wirklich nur sagen, ich bin stolz, ein Teil von One Tadano zu sein. Die Gelegenheit bei Tadano mitzuarbeiten an der Gestaltung der Zukunft, eben dieses Something Big mit aufzubauen, ist natürlich nahezu einmalig in dieser Branche. Ich denke, wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken. Also man darf gespannt bleiben, was wir in den nächsten Jahren auf die Beine stellen werden. Die Warnung kann sicherlich rausgehen nach draußen, uns sollte man nicht unterschätzen. Wir arbeiten ernsthaft an unseren Zielen und wir werden diese Ziele auch erreichen. Ich fiebere jetzt selbst dem Start unseres neuen Zweiachsers sehr stark entgegen, denn er wird zum einen in Sachen Qualität definitiv überzeugen. Wir haben hier die Tadano-Qualität im Zweiachser am Start, die wir, glaube ich, alle gut kennen. Und auf der anderen Seite können wir jetzt endlich mit den guten Erfahrungen von D-Mark zusammen ein Produkt bringen, was mit Sicherheit die beste Kransteuerung am Markt haben wird, sodass ich glaube, dass wir den leistungsfähigsten, stärksten Zweiachser mit der besten Kranfunktion und der größten Qualität jetzt bringen werden. Also aus meiner Sicht ein wirklich spannendes Ereignis und ja, da freue ich mich auch persönlich richtig drauf. 2, 1, 0. Großes beginnt oft im Kleinen. Der AC240 ist genau ein Beispiel dafür. Da haben wir zum Beispiel das Fahrerhaus genommen aus 2 Brücken. Wir haben die Kabine genommen aus 2 Brücken. Wir haben den Stahlbau aus Lauf genommen. Wir haben die Traglasten des Vorgängers ATF 402 als Grundlage genommen, haben daraus dann ein gemeinsames Produkt geschaffen, wo wir sehr sicher sind, dass das genau den Kundennutzen bringt, den unsere Kunden auch von uns erwarten. Dass wir verstanden haben, was die Kunden möchten und dass wir in Summe jetzt ein Tadano-Produkt haben, das aus unserer Sicht wirklich zukunftsfähig aufgestellt ist, das beide Häuser vereint, das ein gemeinsames Design hat, mit dem wir auch
künftig in die neue Produktpalette gehen werden. Dieser Zweiachser ist halt jetzt das erste Modell, an dem wir das auch verwirklichen, an dem wir eben zeigen, wie wir diese beiden Unternehmen, die beiden Technologien miteinander verschmelzen. Wenn wir von gemeinsamer DNA sprechen, dann denken wir an unser gebündeltes Expertenwissen und den Erfahrungsschatz beider Entwicklungsteams, den Einsatz bester Komponenten und Funktionen aus beiden Welten. Wir haben ja eine Roadmap, was wir an neuen Produkten entwickeln und was wir an neuen Produkten auch in die Märkte bringen wollen. Wir leben ja in einer Welt, die sich sehr schnell verändert. Wir leben in einer Welt, die sich gerade auch in Bezug auf Antriebstechnologien beispielsweise sehr schnell verändert. Und da müssen wir als Hersteller natürlich mitgehen. Wir als Tadano müssen uns mit dem Thema beschäftigen, unsere Produkte umweltfreundlicher zu machen und Lösungen anzubieten, die eben gerade zur CO2-Reduzierung oder zur allgemeinen Schadstoffreduzierung beitragen können. Als erster Schritt auf dem Weg in diese Richtung gibt es bei uns jetzt das E-Pack. Für viele Modelle, zuerst eingeführt am City, jetzt auch auf die neue kleinere Kranpalette wie am 480 beispielsweise appliziert. Und damit sind wir in der Lage, den Kran rein elektrisch zu betreiben, sobald er die Baustelle erreicht hat. Die Verwendung von klimaneutralem Kraftstoff für unsere Produkte ist ein weiterer Baustein auf dem Schritt in Richtung Umweltfreundlichkeit. Hierzu bieten wir seit einiger Zeit die Verwendung von HVO, Hydrated Vegetable Oil, für unsere Produkte an. Das heißt, für nahezu alle Tadano All-Terrain- und Crawler-Produkte kann HVO eingesetzt werden. Die Motoren sind hierfür 100% freigegeben. Ein weiteres großes Thema für uns ist Ersatzteilversorgung, natürlich auch für unsere Kunden. Wir werden unsere Aktivitäten im Ersatzteilbereich an einem Standort zusammenführen und somit in Zukunft in der Lage sein, Ersatzteile noch schneller und noch zuverlässiger beim Kunden vor Ort zu haben, sollte es einmal notwendig sein, einen Kran zu reparieren. Wir werden auch in Zukunft weitere innovative Lösungen rund um die Hebetechnik für Sie anbieten können. Wir arbeiten ja auch an digitalen Lösungen für den Kunden, die es also für den Kunden einfacher machen sollen, aber auch effizienter machen soll, mit uns und mit unseren Produkten und Services zu arbeiten. Die Bauma im Oktober steht in den Startlöchern. Wir werden da auftauchen, wir werden ein starkes Portfolio zeigen. Wir werden permanent den Markt beobachten, die Anforderungen unserer Kunden berücksichtigen und dann immer die bestmögliche Lösung entwickeln, die der Kranmarkt gerade zu bieten hat. Darin sind wir stark, das können wir gut, das ist unsere DNA und diesen Weg werden wir fortsetzen. Das ist ja das Ziel, dass ein Kunde, der bei uns Kunde ist, der also mit uns Geschäfte macht, am Ende sagt, bei Tadano funktioniert es am besten. Folgen Sie uns auf den Social Media Channels, dann bleiben Sie jederzeit gut informiert. Sprechen Sie uns aber auch gerne direkt an. Wir freuen uns über den Kontakt und wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.